Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Grand Theft Auto 4 hier mit den Pirates. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Mission da hier von Jimmy. Letzten Part wollten wir eigentlich ein ruhiges Gespräch haben mit der anderen Familie. Aber es ist eine Schießerei ausgeartet. Dann haben wir noch alle getötet. Insofern läuft alles bestens. Naja, als Maul. Weg da. Jetzt will ich im Weg stehen müssen, die Alte. Hä? Okay, was gibt's heute, Boss? Mal gucken. Ja, geh doch mal rein. Payback. Hey! Who you waving at? Feds, I think. They always drive past it this time. Does that worry you? When you marry a dragon, you gotta expect a few knights are gonna turn up to try to slay him. Jackasses. All of them. All of you. Nice talking with Whatever. You. You have fun. Pick a swell guy to kill. Hopefully someone with a young family who really miss him. Hey! Hey! Is Mr. Pegorino around? Sure. I'll get him. Boss! Anthony, will you shut up? In fact, will you fuck off? Go on, get out of here. Mm-hmm. Don't come back till you get a brain implant or something. I'm sorry. I'm so nice to see you, Nico. You too. I got a couple of things I want to talk to you about. First up, can you kill this shithead? Sure. Second, come in here. Oh, fuck. So, listen, we got a bit of a problem with the Pavanos. Yes, I noticed that at your meeting with them. The way they look at us, we're bottom feeders. Always have been. We ain't a real family to them. Just a bunch of Guernsey Goombas. When things are cool, we're getting fucked. I'm sorry to hear that. Sure. Listen, some of their boys are in town today. Gonna collect their piece of an Alderney bookie ring. Where it is, they're at the diner, an actor. Find them. And follow them to the meet. You disrupt it, and I'll let you keep the money. But make sure you hit the Pavanos real hard. Kabish? Yeah, kabish. Thank you. Fahr zum Diner. Gut. Gut, ich soll sie treffen. Ich soll sie also beim Diner, sie den folgen, beim Treffen, alles zusammenschießen. Und das Geld darf ich dann behalten. Praktisch. Ah, die werden jetzt ganz schön getroffen. Die werden sich noch wundern.
Oh, ein, was für ein toller Wagen. Kann man nicht übersehen. I think that guy works for the Pegorinos. God, they must be desperate. Let's lose him on the way to the meet. Ja, natürlich, weißt du, ich weich dir schon aus, ne? Du hättest aber gerade weiterfahren können, aber nee. Ja, dann fahren wir den Idioten mal. Zu nah ran. Schießen die auf mich, okay? Dann weiß ich, wie ich anschießen soll. Weiß gar nicht, wie er fährt. Das ist war beknackt, aber gut. Ich möchte ja nur nicht von dem beschossen werden. Weil. Wollt's ja nicht halt. Geil. Der Ivy. Nein. Kann ich von. Nein, tippt nicht. Nein, haut ab! Oh, ey. Lass jetzt mal ganz kurz verrecken. Bitte? Oh. Tschüss. Ist auf mich wie ihr wollt, ist mir scheißegal. Ja, natürlich Licker und Driften, das ist natürlich eine gute Idee. Oh, Alter. Hässe die Bullen. Versaunen immer, aber wir können dann immer echt alles versaunen. Na gut. Ah. Okay, wir haben einmal mein Auto wechseln. Wo ist per. Okay, das ist der Film, das hier. Oh, natürlich. Weißt du, ich will ein Auto haben. Bulle ist da. Da ist auch noch ein Bulle. Ah, oh, ich hasse die Bullen, ey. Also hier im Videospiel sind so nervig sind. Weißt du, willst du ein Auto klauen? Der Bulle ist da. So als würde sie es riechen. Jetzt war jetzt kein Bulle hoffentlich. Oh nein! Nein! Raus da! Nein, tu es nicht! Oh nein! Hast du nicht gesehen? LOL! Oh Gott! I didn't think you guys knew each other. Nor did I. He called me up and said that you really liked me and wanted me to be there. Is that true, Nico? I guess it is. I'll see you at the wedding then. Okay. Wann ist die Hochzeit? Okay, die Hochzeit ist also schon voll in Gange. Die Gäste werden jetzt eingeladen. Die Heirat kann also bald beginnen. Aber gut, haben wir jetzt
die Mission eben abgeschlossen. Na gut, die Mission war eben auch relativ einfach, nur bei Polizei am Ende wieder, ne? Ah. Aber was soll ich sagen? Ich verliere hier relativ selten. Was ist los? I'm already working for a mafia family. They're scum. The Pegorinos? They're not a family. Rovelli is the only man who can get what you need done. He's in Shotland Medical Center. Tell him he was sent by a mutual friend. He's expecting you. Rovelli. Okay. Cool, jetzt habe ich hier nur noch was gemacht. Danke! Aber jetzt mal weiter mit mir. Ich interessiert es jetzt, wie es da weitergeht. Nein, letztendlich ist es sowieso egal, ne? Was wir als erstes machen. Also, ja. Für euch kann es ja auch egal sein. Und ob ihr es nun ein paar Tage später seht oder ein paar Tage früher. Oder als erstes das eine, mal das andere, ist ja egal. Catch a wave, danke, ich weiß, dass ich rein darf. Hey Tommy, check this out. Seven horse, seven race, hey. Wow. Ist nicht die erste Klasse, die wir zusammen geschossen hey, haben? What's going on? Not too much. How are you? I'm good. Wanna walk and talk? Sure. Tommy, give me a call for my big buddy call. Tell him I went out to get some fresh air. No problem. Ridiculous! I'm a grown man walking around like a chump. I'm sorry about this. Hey, no problem. So you're a friend of Ray's? A friend? No, I do some work for him. No, I mean a friend. I don't understand. Whatever you say, he's a slime ball, but he pays. Sure, pal, sure. Listen to me. The thing about Ray is, he's a good earner. He talks a lot of shit, but he's a good earner. That is. He's a rat doing an impression of a man. That's pretty good. Phil! Phil! Why? What do you want? Mr. Boss, said you gotta head down to docks. Emergency. Said you'd understand. Ah, shit, it's 3 days early. Man on the mia, what am I gonna do? What's the problem? Nico, I'm gonna have to take a chance with you, pal. Okay? Come on, let's go. Oh, ein Auftrag, wo ich nicht genau weiß, was ich tun muss. Das finde ich gut. Ich soll zu den Docks fahren, das weiß ich, aber mehr nicht. Und das ist ein Risiko ist. Okay, listen, there's a truck waiting for us. It's under the overpass off Catskill Avenue. Drive us there. Okay, was hast du vor? Scan this thing for bugs? No, but we can be pretty sure it's clean. Chill out. All right. It's just that if we get caught on this one, you and me is going down for a long time. And that means that certain people is going to assume we're wrecked, which means we'll get whacked. You're working with the wrong people if you expect them to whack you if you go inside. Where's the trust, Phil? It's about survival. If someone who knew what I knew got flipped, then the whole organization will go down. Whacking someone who catches some heavy time is just an insurance policy. And it don't help that not everyone in the organization is pulling in the same direction. You mean that someone in the family would see someone else going inside as an opportunity to get ahead? You're a smart guy. Anyways, excuse me if I want to be absolutely sure that we got our asses covered. You're excused. What are we doing? We're taking a load of product off of some Russians the enchiladas have been dealing with. You was helping those Irish idiots cause some beef between the enchiladas and their Albanian muscle brother. Since that little love affair ended, they've been getting this Russian guy to supply them with sea. We just got the heads up that a shipment has arrived in Liberty City by boat. That's what the talk about the docks was. Exactly. We're taking the sea off the Russians so they can't deliver it to the enchiladas. Sounds straightforward. We take the coke so that the Russians and the enchiladas have it falling out. Then we make some money in the process by selling the stuff. Easy. Shit, you sound like you're saying all this just so it's clear on the wiretap. For the record, I don't know what this man is talking about. We're rehearsing a scene for an acting class. I work in waste management. Everything we're saying is fiction. It has no bearing in the real world. Watch it, Nico. Mm-hmm. All right, this is the truck. Good. Okay.
Fahr zur Bootswerft auf Charge Island. Why we need this truck? It must be a shitload of coke we're taking. There should be a lot of sugar. But that ain't the only reason why we're taking this truck. Some of my boys stole it from the enchiladas this morning. It's the one the Russians are expecting to come pick up the seat. We should be able to turn up and have them loaded up for us. Then we drive away, no questions asked. I don't know if anyone would give away a load of coke without asking any questions. Even the Russian coke runners ain't that stupid. Yeah, sure, this is just plan A. It's the one Jimmy P worked out. You and me know it ain't gonna work. And that the only way we're gonna be able to leave that place with the sugar is if all the Russians in there are dead. So why don't we use a more subtle approach? Not just drive right into the middle of it. Because these is the orders and we gotta follow them. That's the way things work. You ain't gonna be happy about everything you get told to do, are you? You're the boss. It ain't like I'm working for free. No, you ain't. And I ain't either. That's why we gotta at least try to do what we're told to do. You're gonna learn that there ain't much in this life that you got control of. Whether you're putting yourself in harm's way because that's the way the skipper wants it done, or you're staying away from your kids because of a stupid court order and a malicious bitch of an ex-wife, there ain't that much control in anything. I've been around long enough to know that there is some things that we don't have a choice about. But there's other times where you got to look at something and make a decision for yourself. I can't follow every order I'm given. Yeah, well, maybe you're right. Maybe you ain't. I don't know. Okay. Was ist das überhaupt? Okay, das ist noch ein ganz kleines Stück. Ja gut, das wird ein Haufen Koks klauen ohne Fragen. Das ist natürlich immer so eine Sache. Und ich glaube auch nicht, dass es so einfach funktionieren wird. So einfach, wie er das dann sagt, nicht. Das glaube ich nicht. Das wäre schön. Aber nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Cool wäre es trotzdem. Und trotzdem kann ich es nicht vorstellen. Den wegschieben. Genau, und dann fahren wir so auf Gott. Dumm. So. Oh Gott, Alter, wenn wir die Menschen aus und driften, ne? Ist auch geil. Was ist los? Der Weg dauert halt ein bisschen. Okay. Ihr schickt mich auch alle hier über die halbe Map. Ich hab wundert, dass ich mal so lange brauche. Die Russen nutzen die Bootzeit als Tarne, um Kokain in die Stadt zu schmuggeln, okay. Das Kokain wird in Schnellbooten aus Vice City hergebracht, okay. Und wurde noch nicht abgeladen. Die Bootzeit wird erwartet, aber im Moment wird von entscheidender Bedeutung sein, okay. Ja, oder ich schieße mich einfach durch. Hey, Buddy! We're here to pick up the shipment. I don't speak English. Fuck off. Hey, amigo, let's make this easy. I just want to give the stuff to my boss and go home. I don't let anyone in here until I get the word. There's something wrong about you. Get out of the truck real slow. Nico, looks like we're gonna have to do this the old-fashioned way. Shoot these commies. Having fun? Willst du hier bleiben?
Ah, Mist. Dein Tarnungsversuch hat ungefähr... Naja, natürlich brauchst du Hilfe. Hier ist nämlich nicht in die Boote, das läuft. Weil hier alles voll ist mit diesen Idioten, aber gut. Lauf in die Boote, ist in Ordnung. Ich habe ein bisschen Angst, dass er da drauf geht, oh Gott. Hinter dir. Warum läuft es da nicht schon die Botschaft dran? Oh Gott, meine halbe Energie ist schon weg, ne? Was ist da eigentlich mit mir? Okay, oben ist jetzt keiner mehr. Ich hoffe natürlich... Ja, natürlich, der springt so weit. Was? Wie hat der das? Okay, das war ein bisschen mit durch die Kuh. Ich hab doch eben schon da geschossen. Hallo, Junge, stirb. Recken. Heute noch nicht, nächstes Jahr. Ist der jetzt ein Tod oder nicht? Keine Ahnung. Ich hoffe es. Was soll denn das? Ja, dann schon darüber. Was? Ich nehme die auf den Weg. Schau mal, hast du dabei jetzt nicht verreckst. Das ist... Na gut, es geht, ne? Yes. Ich hab zum Beispiel eine Schutzweste. Na gut, es ging, ne? Das war in Ordnung. Einfach damit ich ihn zerhopsen muss, keinen Bock. Okay. Na gut, so schwer war quasi. Ja gut, das ging. Hätte ich ihn nicht dabei gehabt, wenn ich ihn noch länger vorgegangen. Ich weiß halt auch nicht, ob ich bei der KI, wenn die KI mit mir mitmacht, ob ich dann, wie es denn ist mit Vorgehen. Also, ich hab... Aber ich muss nicht mehr Gas geben. So. Die Angler wurden getötet, ja gut. Das freut mich. Nein. Oh, Alter, ich wusste, dass er wieder... Oh Gott. Oh Gott. Mein Herz ist eben stehen geblieben, Alter. Oh, ich dachte schon, das war's jetzt mit der Mission. Oh, das war's geworden, ey. Wo ist denn der Übergabeort? Thank you.
Okay. Wir haben es geschafft. Lief echt super. Ah, die Drogen aus Vice City. Ob Tommy Felbester die davon weiß? You handled yourself real good back there. Kept your head. That's a valuable trait. Thank you. See you later. Oh, wo ist angeschossen? Na, bis dann. Das sind Missionen hier, ey. $7,500. Geil. Jetzt habe ich PB und Jimmy und ihn wieder. Jimmy und ihn. Haben wir Jimmy, der ist nicht dran. Jetzt haben wir sowieso beide angefangen. Das ist auch so. Zum Glück. Danke sehr. Forgive me, my friend. Hey, raus. Ich klau dir ein Auto, würde ich sagen. So. So, dann würde ich sagen, ich bleib jetzt hier mal kurz hier tot stehen, wie ein Idiot, wie ein Wichser. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann wieder... Wo ist eigentlich der andere? PB hat das hinten. Ja, wenn wir dann wieder zu Jimmy fahren und mal gucken, was er jetzt für uns hat. Wir sehen uns, Leute. Bis dann und tschüss.